Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir nehmen euch heute mit auf eine Reise ins Dämmerlicht. Die Demo von Dämmerlicht und wir starten. Wir sind anscheinend eine Art Seele oder irgendetwas. Okay, alles klar. Und wir bewegen uns nach unten. Können wir auch. Oh, echt? So, den ganzen Weg. Können wir auch hier einfach runter? Oh, wir können springen. Okay. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut war. In the low, heavy sky, white like a lid. Upon the spirit etching for the light. And all the white horizons lie in his height. By a black day sadder than a night. Oh, und wir fallen. Das sieht auf jeden Fall nicht so schön hier aus. Nowhere. Großartig inszeniert. Großartig inszeniert. Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, ob meine Kamera mit dabei sein wird oder ob wir die rausnehmen, damit das Spiel für sich wirkt. So, okay. Also entweder haben wir jetzt etwas Energie gegeben oder genommen. Mal schauen mal. Okay. Moment, leuchtet etwas. Wir sind anscheinend so eine Art Seele. Oder ein Ball, je nachdem. Was haben wir hier? Okay, Open Inventory. Und wir haben so eine Art ich weiß nicht, was das ist. Wir finden, sagen wir einfach, wir haben ein Licht gefunden. Algen. Da vorne haben wir eine Tür. Oh, ja. Dankeschön. Gruselig, lange Hand. Schnappen wir uns das Ding mal. Okay. Können wir jetzt in diese Tür rein? Oh, nee, wir haben... Okay. Es ist ein kleines Licht begann zu leuchten. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Das sieht schon irgendwie krass aus, oder? Also der Grafikstil ist halt wirklich sehr, sehr einzigartig, sehr... Ja, wie sagt man denn? Visuell sehr ansprechend. Okay, da haben wir noch ein Tor. Können wir hier jetzt ebenfalls so ein kleines Licht anmachen? Okay, hier ist das Licht schon ein bisschen mehr. Vielleicht finden wir noch ein anderes Tor, wo wir damit ganz durchkommen. Wer weiß, was haben wir hier? Ketten. Okay. Nicht. Okay. Gehen wir nochmal ganz kurz hin. Drücken wir jetzt mal X. Gerade habe ich E gedrückt. Nichts. Und hier haben wir noch. Ich gehe mal ganz kurz ins Menü. Und können wir das bestätigen? Nicht. Also E geht da weiter. Enter. Oh, mit Enter, okay. I think I missed something. But I don't know why. Doubt that grows a sun cold. Spiral patterns and grinding teeth. Dirty light shining through barely opened curtains. What if I could do it all again? Okay. Remnant of a soul. Of a lost soul. Burning tires in the middle of the room. Black. Goey blood crawls up the walls. The horror reverberates in my skull, shattering my thin out shells, exposing a deep dark red. Something's miss at the core. No nostalgica. Just empty tape. Nothing but a simulated blur. Tomorrow is gonna feel like yesterday.
Just open up. It's not that hard. Long road, no turns. Your best is not enough. And now they are in my bones. Something creeps, but nothing burns. Yeah. Okay. Ich schau mal, ob wir jetzt eventuell... Ah, die Tür leuchtet jetzt auch nicht mehr. Mal gucken, wenn wir jetzt nochmal ein so ein leuchtendes Element aufgenommen haben, ob die jetzt noch mehr leuchtet. Nein. Tut sie nicht. Schade. Wir können tatsächlich springen. Und so eine Art... Ne? Vorhin ging es irgendwie. Er hat von so einer Art Doppelsprung gemacht. Ich guck mal ganz kurz. Nope. Tja, wie ging das? Weil hier drüben ist zum Beispiel noch eine Tür. Und es könnte natürlich sein, dass dies die Tür ist. Die passt. Aber den Sprung werde ich nicht schaffen. Vorhin bin ich hier oben runtergesprungen. Und er hat tatsächlich so eine Art Doppelsprung gemacht. Ah, okay. Du musst tatsächlich den Doppelsprung über die Sprungtaste machen. Okay, gut. Dann probieren wir mal. Okay, Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden. Dann probieren wir hier mal rüber zu kommen. Oh, okay. Nicht so weit. Eieieiei. Nein, nein, nicht so weit. Und die Tür ist komplett. Nice. Okay. Es sieht schon wirklich krass aus irgendwie. Es ist halt nur Pixel, aber es wirkt. Es wirkt. Sollen wir hier rein? Ich würde mal reinspringen. Hier sieht schon wirklich echt gut aus. Also mir gefällt sowas sehr. Es muss nicht immer die mega Übergrafik sein. Sowas funktioniert auch vollkommen und richtig gut. Wollen wir die Treppe nehmen? Nö, ne? Yay! Und tot. Oh, okay, okay, okay. Ja, gut. Okay, ich wollte mal versuchen, hier vorne irgendwie... Ist das eine Sonnenblume? Ja klar, hier sind ja auch Sonnenblumenfelder. Vor allen Dingen ist, also wenn wir jetzt eine Seele sind, sind wir in einer Art Fegefeuer oder was? Okay, okay. Cutscene. Embrace the light. Okay. Umarme das Licht oder verschlinge das Licht? Ja, ich würde sagen, gut oder schlecht? Messer oder Engländer? Ich würde mal sagen, wir umarmen das Licht. Weil wenn wir wirklich eine Seele sind, dann hoffe ich natürlich dadurch, ich weiß nicht, jetzt nicht in den Himmel zu kommen, aber vielleicht bringt uns das... Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut war. Okay. Krasse Inszenierung. Ja. Okay, wir sind jetzt nur noch ein kleiner schwarzer Ball. Krass. Okay, der Zoll leuchtet da vorne. Vielleicht sollen wir da mal hin. Überall Ketten. Sofort wieder irgendwelche Hellraiser-Flashbacks. Und wir sind... plötzlich in einer Art Brunnen. Also auf jeden Fall sind mir die Steine vorher nicht so aufgefallen. Mir sind eher die Gebäude aufgefallen. War es vorher auch schon ein Brunnen? Okay, ich würde mal hier vorne zu dem Tor rollen.
uns übereilen. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Okay, alles klar. Und er geht dann in eine Katze hinüber. Und wo sind wir jetzt? Feuer. Feuer ist eigentlich nicht wirklich ein gutes Zeichen. Lay down next to me. Oh nein, und wir werden auch zu so einem leuchtenden Orb, wie wir sie eingesammelt haben, zu so einer Erinnerung. Alles mit freien Flammen verschlungen. Wow, okay. Das war die Demo von Dämmerlicht. Tja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, hier auf dem Kanal. Bis dahin, ciao.